Ja, ich bin Karl-Heinz Zengle, erster Vorsitzender vom Tennisclub Bad Füssing. Der Verein TC Bad Füssing wird dieses Jahr 50 Jahre alt, verfügt über eine große Anlage mit 9 Außenplätzen, 3 Hallenplätzen, 3 Squashcourts, eine Sauna und ein Restaurant mit 120 Plätzen plus Terrasse. Unsere Maßnahmen, die zum Energieeffizienzpreis geführt haben in der Sparte Innovation, waren Umrüstung der Hallenbeleuchtung auf LED. Da haben wir 410 Röhren verbaut und die Ersparnis beträgt 1/3 der Kosten, obwohl die Anlage nur im Winter betrieben wird. Dann haben wir einen Brunnen gebohrt, um die Bewässerung der Anlage sicherzustellen. Dort sparen wir 2/3 der Wasserkosten. Und neu und aktuell haben wir uns angeschlossen an ein Biokraftheizwerk. Wir stehen gerade davor. Und dieses Kraftwerk wird mit Hackschnitzeln betrieben. Also eine ganz umweltfreundliche Art zu heizen. Und eben auch viel weniger CO2-Emissionen. Kosteneinsparung für uns derzeit 10%. Aber wie bekannt ist, kann man die jederzeit nach oben verändern, indem man es nicht so warm macht. Aber da ist es, wir haben ein Restaurant angeschlossen und die heizen natürlich mehr als wir beim Tennis. Alle diese Maßnahmen führen zum Verbrauch einer nachhaltigen Energie, aber auch zu Einsparung von CO2-Ausstößen und letztendlich zu Einsparung von Kosten, die wir verwenden können, um unseren Mitgliedern weiter sehr günstige Mitgliedspreise anzubieten.